Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin das Reiter und wir haben ein Vorgestellt, eine Vorschau Nummer 3 und Shapes.io ist der nächste Level, war 8 und ich sage mal, wir gehen da jetzt rein und wir schauen, dass wir das Rotieren gegen den Uhrzeigersinn dann vielleicht auch einbauen können und das machen wir nach dem Intro. Wir sehen uns gleich. So, das Ganze läuft jetzt hier wieder und ja, irgendwo müssen wir jetzt was haben. Umschalte, schalte frei, 84, diese Teile hier. Ich weiß nicht, wo wir sie produzieren, hier zurzeit wahrscheinlich nirgendwo. Doch, da oben kommen welche rein und die sollen blau werden. Das heißt, wir müssen sie farblich hier ändern, ne? Da schmeißen wir sie weg, was keinen Sinn macht. Das können wir dann umändern. Das würde ich jetzt mal so machen. Hier müssen wir auch einen rausmachen. Dafür müssen wir jetzt einen Rotierer haben. Ne, erstmal den Farbding, den Painter hier. Zack. Den Painter. Und wir müssen da blau reinkriegen, ja. Das wird jetzt hier alles ein bisschen knapp, glaube ich. Wir müssten mal mehr größer denken, glaube ich. Ich denke mal, wir sollten das hier machen. Dahin. Hier machen wir das weg. Den auch weg. Dann brauchen wir das Förderband hier geradeaus. So kommt da rein. Und von wo kommt die Farbe? Von unten soll die Farbe kommen. Okay. Hier ist grün. Wo ist blau? Kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke wahrscheinlich, ne? Ich sehe noch kein Blau. Hier ist auch grün. Mal da rauszoomen. Ja. Da oben ist blau. Gut zu wissen. Das bedeutet Extrahierer. Kommt hier hin. Den haben wir schon mal. Und wir müssen bis da unten hin. Ein weiter Weg. Gut. So, und der muss jetzt hier unten runter her. Wo war das Teil? Das war der Tunnel, ne? Dann das Förderband um die Ecke gelenkt. So, jetzt kommt's dahin, oder? Ja, das ist schon mal richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Platz hinkriegen, ne? Wir müssen den zerschneiden. Das geht schon mal so. Und dann müssen wir den. Welchen brauchen wir? Den rechten brauchen wir. Ah, super. Das ist natürlich genau falsch rum. Das bedeutet, hier rotieren wir dahin. Und dann kommen schon welche an, oder? Oder waren die jetzt falsch rum? Okay, der muss jetzt erst nach da. Er ist natürlich falsch rum, ne? War klar. Das heißt, wir machen da den weg. Nee. Rechtsklick war es nur. Das bedeutet, wir brauchen einen Rotierer, der hier ist. Und zwar rotieren wir den da. Ich weiß nicht, ob wir zweimal rotieren müssen. Ja, lassen erst so.
Der kann weg, weil falsch. Also nee, der ist nicht falsch, der ist tatsächlich richtig. Na, wir können dann natürlich auf das Band gehen, ne? So wäre es richtig. Da müssen wir noch einen Rotierer mehr haben. Nee, T war schon falsch jetzt wieder. So, der ist richtig. Der ist dann auch richtig, ne? So, jetzt laufen sie richtig. Farbe kommt rein und die Teile kommen auch rein. Gut, das haben wir soweit vernünftig gemacht. Haben natürlich hier wieder was, ne, umgebaut, wo wir keinen Sinn drin sehen eigentlich, weil ja, einfach zu nah, ne? So, transportiere Items, halte und ziehe, um mehrere zu platzieren. Also das ist nur das. Ah ja, da ist noch, ja, dann müssen wir jetzt nur die Sachen hier haben. Wir könnten jetzt natürlich hier noch eine Farbmischmaschine einbauen irgendwo. Und die Teile hier auch noch bunt machen. Schneiden wäre hier richtig. Wir müssten zweimal rotieren. Das würde bedeuten, ich packe hier zweimal einen Rotierer rein. Dann würde das funktionieren. Ich müsste aber vorher den Bund haben. Das bedeutet, das kann alles weg. Funktioniert ja erstmal nicht. Der wäre schon mal richtig. Die gehen dann da rein, aber hier vorne vor müssen wir nochmal farblich ändern. Ja. Das bedeutet, das kannst du auch wegreißen hier. Oh nee, das war keine gute Idee, das wegzureißen. Ja, jetzt sehen wir, wo der Platz fehlt. Lass uns hier einen Pummel bauen. Rotier den mal. Und dann müssen wir den da machen. Dann passt das erst wieder. Ich glaube, jetzt läuft es dann, oder? Ich hoffe, ja, ist es. Haben wir wieder Heiler gemacht. Der kann weg, glaube. Hier wird das blau gemacht. Und wir sollten farblich hier auch sein. Ja, das ist alles hier enger Raum und funktioniert vielleicht da gar nicht. Oh, das wird zu complicated hier. Wir können es aber hier vielleicht hinbauen, ne? Nee, da ist es nicht gut. Ich glaube, da könnte es funktionieren, indem wir da lang gehen. Mach mal dahin. Und der war schon richtig, den dahin. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir tunneltechnisch irgendwo rauskommen. Nee. Da wird's gehen. Ja. Gut geklappt, nämlich falsch rum. Tunnel. Geht nur so. Bringt mir hier alles gar nichts. Das ist einfach zu eng gebaut hier. So, lass uns mal den hier holen. Und den bauen wir da rein, ne? So. Dann soll der da reinlaufen, richtig.
der. Kommt von da. Da bauen wir einen Tunnel rein. Passt. Der kommt von da. So, Farbe geht da rein. Tunnel geht hier los. Nach da. Der geht einfach gerade durch. Die kommen da blau an, das ist schon mal gut. Und hier müssen sie jetzt zusammengefügt werden. Ich glaube, das ist jetzt so richtig, oder? Ja, das läuft jetzt schneller, ne? Gordischer Knoten, das hätte hier nicht sein müssen, aber alles ist gut. So, das ist hier alles über. Weil wir jetzt da zusammengefügt haben, was ja auch Sinn macht. Wir kriegen die Farbe hier, wir kriegen die Farbe da. Reicht. Das wächst jetzt auch schneller. Das ist erstmal gut. Jetzt müsste man hier sinnigerweise schon mal so machen. Ah! Nee. Sag jetzt nicht, das geht nicht. Die Entfernung von dort geht nicht so weit. Okay, dann wissen wir da Bescheid. So weit geht es nicht. Das funktioniert hier. Ich dachte, da müsste ein Mülleimer da stehen, aber ist wohl nicht so. Okay. Sieht erstmal ganz gut aus, oder? 320, 321. Müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Hier oben kommen sie alle, aber das sieht so aus, als ob das hier zu wenig ist, oder? Und hier staut sich schon zurück, weil die Schneidwerke zu langsam mittlerweile sind. Okay. Ja, aber wir sind ja schon fast beim Ziel, noch 100. Ich glaube, es lohnt jetzt nicht nochmal was umzubauen. Weil wenn wir da was umbauen, dann wird es so sein, dass wir das, ne, nicht hinkriegen, oder? Also schafft man nicht, bis die 480 durch sind, dann können wir es erst so lassen. Ja, wir färben hier rot, wir färben hier rot und es ist gut. Ja, ob es dann rot gefärbt sein muss, ist die nächste Frage, wir haben es ja irgendwo schon mal hingekriegt. So, nächstes ist dann, dass wir bunt machen können, ne? Keine Ahnung, wie das funktioniert, werden wir aber gleich sehen. Ja, diese Entfernung ist ziemlich hoch. Und die Farbe wird weniger. Es ist definitiv hier zu langsam zum Abräumen. Zuerst sah es so aus, als ob der da schluckt, aber ist dann doch nicht so. Ja. 416, 418. Da kommen wir zum Ziel, ne? Ja, es kommen immer zwei rein, ne? 27, 28, 29, 30. Noch 50. Ja, müssen wir gucken, wie wir damit fertig werden. Aber erstmal ist es gut, ne? Das Spiel wurde gespeichert, wunderbar. Und lange dauert es nicht mehr, dann haben wir das auch geschafft. Farben mischen, da steht es, das schaltet es frei. Kann man nicht anklicken, bringt nichts. Hier sieht man das Ergebnis, ja. Noch 20. Kriegen wir auch gleich hin. 64, 66, 68. Können wir irgendwo schneller laufen lassen? Weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht testen, sonst habe ich es nachher irgendwie kaputt gemacht. Noch ein Pärchen, dann sind wir durch. Geschafft.
Der Farbmischer wurde freigeschaltet. Kombiniere mit diesem Gebäude zwei farbengetreu der addierten Farbmischung. Ach so, dann können wir aus Rot und Grün Gelb machen. Ist dann so RGB-mäßig oder was? Das könnte sein, ne? Ja, wird wohl. Und dann wird Blau und Rot Lila ergeben, würde ich sagen. Und das als so. Naja, dann. Gut, das wird aber im nächsten Level passieren, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.